Und damit hallo und herzlich willkommen zu Splatoon 2 Story Modus. Wir fangen hier direkt an in Level 12, die Hüftburg der Octarianer, und bekommen wieder eine Waffe von Archie. Entweder eine neue oder vielleicht schon eine, die wir schon haben. Okay, dann ist es wieder die Heldenwaffe. Wunderbar, ich freue mich drauf. Und ja, sieht ja schon mal ganz gut aus. Wenn du auf so einer Hüpfmatratze B gedrückt hältst, springst du höher. Ja, danke, dass ich jetzt auch Bescheid weiß. Also hat schon mal einen sehr interessanten Blick vom Level her. So ein so leichtes Strandfeeling. Ist schon mal ganz nett. Springt per Hüftmatratze. Mhm. Heißt das nicht eher Hüftmatratze? Ich glaube, da war wohl ein kleiner Fehler untergelaufen, Nintendo. Sofort ausbessern. Nachpatchen und die Texte bearbeiten. Ohne Rechtschreibfehler. Bitteschön. Ich brauche auch seine Hüftmatratze. Also zu Forschungszwecken. Ja. Genau. Wahrscheinlich, ne? Hier könnte schon was drin sein. Okay, den Sprung habe ich zum Glück nicht verkackt. Okay, da waren nur Fische alle drin. Krieg ich's hin? Gut. Na, ein bisschen gefährlich ist es schon, weil man auch ein bisschen abpassen muss. Ja, okay. Ah, man sollte schon ein bisschen vorsichtig daran. Oh, das ist ein Schalter. Zum Glück habe ich ihn gerade noch bemerkt. Aber da kommen nur Ballons raus. Aber auch auf dieses Teil drauf achte, ich weiß nicht, was das jetzt für Teile darstellen soll. Egal. Wir aktivieren hier erstmal den Container und gehen weiter. Nächster Checkpoint! Wunderbar! Okay. Warte mal. So, nee, das sah jetzt von oben ein bisschen komisch aus. Okay, hier ist wieder ein Ausrüstungsteil, was ich mir normal holen werde und doch ein bisschen abwarten werde. Ich habe keinen Bock zu sterben. Aber bis jetzt ist ja alles in Ordnung. Hier hinten scheint auch wieder irgendwas zu sein. Wieder diese komischen Teile. Wie heißen die überhaupt nochmal? Ich weiß es nicht. Immer auf jeden Fall irgendeinen Namen. Wow. Ich soll da auf jeden Fall da drauf. Warte mal, ich mach's anders. Das dauert zu lange. Ach, da schon das Atchovium. Okay. Ja, recht schnell. Wie komme ich da hoch? Achso, ja, ganz easy sogar. Ah, die Dose hole ich mir auch gerne. Okay, das war ja sogar recht leicht zu holen. Cool. Bin ich mal gespannt, ob die Schriftrolle auch leicht zu finden ist. Das wäre richtig gut. Ja, wir gehen das mal Suizid, ne? Er wollte es auch fast versuchen. Lol. Okay. Ich mach's mir einfach einfacher. Naja, nee, wobei. Ich sollte nicht so viel riskieren. Ah nee, ich hatte noch ein Ausrüstungsteil. Oh, hab ich gar nicht so richtig mitbekommen. Ah. Naja, gut. Ist ein bisschen zu langsam gerade. Also es kann schon etwas schneller gehen. Na, wobei ich riskiere es jetzt einfach so. Was ist hier oben wieder vielleicht irgendwas? Ich sehe nichts. Ah doch, vorbei. Doch, da ist was. Doch, da. Ja, weg, geh weg, Mann. Wo kann ich diesmal hier hoch? Ach so, gut. Einfach hier. Die Wände hoch. Da ist jetzt aber nicht schon. Die Schriftrolle schon. What? Ist aber recht noch so Level Anfang, habe ich so das Gefühl, ne? Respekt. Also das war sogar ziemlich einfach. War gespannt. Ich hatte eigentlich erstmal nur vor, nur ein Level zu machen, aber wenn wir den hier wirklich schnell hier hin uns bringen, ey, das ist ja viel zu kurz. Ne, danke. Mach ich auf jeden Fall noch ein. Okay, okay. Wunderbar, wunderbares Jump-Feeling. Okay. Naja, das kann jetzt sowieso nichts noch Großartiges versteckt sein, also von daher. Schriftrolle und ein Schobium haben wir ja schon. Also von daher könnten wir ja theoretisch so schnell wie möglich das Level beenden. Theoretisch.
Okay. Ah, das ist irgendwie gerade ein Dreckspassage irgendwie gerade. Och nee. Och nee. Nicht schon wieder dieser Octosniper. Auch mal die hasse ich. Ach, der komm schon. Nein. 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 Ja. Eventuell. Alter, ich stelle mich irgendwie gerade an. Da, what the fuck, man? Ja, ich hab's schon verstanden. Ja, okay. What the fuck? Okay. Ich hätte gedacht, ich würde jetzt sowas davon dabei drauf gehen. Alter, das war richtig heftig. Aber wir haben es geschafft. In guten 5 Minuten. Also, dass wir das jetzt so schnell das Level gemacht haben, damit habe ich nicht gerechnet. Wunderbar. Okay, Nummer 12, Schriftrolle, steht geschrieben. Das müssen einige dieser Bilder sein, die die jungen Leute von sich selbst aufnehmen. Ich vermute, der Zweck ist es, so auszusehen, als hätte man gar nicht fotografiert werden wollen und dabei cool, aber bloß nicht zu bemüht zu wirken. Ja, das war mal, glaube ich, mal in den Trends gewesen vor, was weiß ich, vor etlichen Jahren. Nee, so krass nicht, aber das fand ich irgendwie richtig unlogisch damals, ne? Einfach mal random vielleicht irgendein Körperteil zu fotografieren und zu posten oder irgendwas. Das war richtig random gewesen. Aber gut. Ich habe ja im letzten Part gesagt, dass ich ja jedes Level offscreen suchen werde. Das habe ich dementsprechend gemacht, damit es halt nicht so lange dauert. Und dann geht's auch sofort weiter hier in Level 13. Drehschalter und tanzende Fläche. Let's go! So langsam wird es mal wieder Zeit für eine neue Waffe. Ja, da weniger. Eine neue Waffe. Und es ist der Heldensplättling. Nice. Die Heldensplättling bietet wahrlich formidable Feuerkraft. Halte ZR gedrückt, um sie aufzuladen. Und lasse ZR los, um ein Inferno zu entfesseln. Gut, beim Aufladen bist du wunderbar, aber da muss man halt aufpassen. Ja, das ist immer so ein Ding. Man lädt halt auf, hat halt zwei Kreise voll. Und dann... Ja, das dauert halt ein bisschen oder so, damit sie halt wieder aufladen. Also, es geht eigentlich. Okay, hier ist ein bisschen Zeit bedenkt. Krieg ich es noch hin? Okay, gut, soweit. Mir gefällt die Splatling, ey, die ist so richtig geil. Das erinnert mich irgendwie... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich kenne mich jetzt nicht so mit Waffen aus. Okay. Nein, nicht jetzt so direkt. Aber es erinnert mich irgendwie schon an so eine leichte MG. Oder schon wie so eine Art Bazooka. Na komm. Diesen Schild zerbrechen wir und töten dich. Ja. Diese komischen Dreh... Zielteile brauchen wir auf jeden Fall, damit wir solche Plattformen hier erschaffen können. Ne, nicht erschaffen können, aber halt, um sie hervorzuheben. Zeigen wir es mal so. Das passt, glaube ich, etwas mehr dazu. Nehmen wir dann Sniper, Octosniper, die ich überhaupt nicht leiten kann, die so richtig nervig sind. Na komm, langsamen Schritten, da vorbei. Na, langsamen Schritten, ja. In Anführungszeichen gesetzt. Ah, schon wieder Ana, ey. Die verstecken sich jetzt wo überall. Oder spawnen halt jetzt überall, oder was? Oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Okay. Zum Glück habe ich gerade aufgepasst. Aber die sind zum Glück nicht so weit rausgeragt, dass sie mich out of map schlagen könnten. Okay. Oh, ich glaube, da ist Timing gefragt, kann das sein? Hä? Das schafft man doch nicht. Oder kann man das Drehteil immer wieder... Scheiße. Da kann man das, dieses Drehteil immer wieder benutzen, auch wenn man da schon drauf ist. Ich weiß nicht. Ich versuch's jetzt einfach nochmal. Ah, doch, also könnte ich das immer wieder benutzen.
Na okay, dann ist es ja doch gar nicht so schwer. Hätte ich mich ja fast richtig schwer angestellt. Naja, wenn man halt dann halt auch hinkommt, ne? Kommt halt nur auf den Winkel drauf an, ne? Ah, da ist was, da ist was, da ist was, da ist was. Nee. Oh, okay. Schon, auch schon am Level Anfang? What? Naja, immer her damit. Da gehen die Parts mal ein bisschen schneller vorbei, ne? Immer her damit, ne? LOL. Also jetzt irgendwie habe ich so das Gefühl, dass jetzt die Schriftrolle und die Anchovium irgendwie etwas leichter versteckt sind irgendwie, ne? LOL. Also, es soll jetzt auch nicht so rüberkommen, das ist jetzt auch wirklich alles blind und so. Aber ich komme mir so vor, irgendwie, als würde ich die alle im First Try gerade finden, ne? Ich glaube, das war keine gute Idee. Ich mach mich einfach vom Acker. Ich verpiss mich jetzt. Wo geht's hier bitte schön weiter? Okay, hier wird er von diesen komischen Teilen da hier, die wir im Sniper-Level schon gesehen haben. Wir brauchen wieder einen Schlüssel. Warte mal, hier ist irgendwas. Okay, waren nur Fischeier. Wenn da jetzt die Schriftrolle wäre, ne? Gewesen wäre. Ich wollte gerade durch die Mitte durch. Ah, wieder ein geiler Soundtrack. Oh, ich finde ihn so cool. Den Schlüssel haben wir schon mal. Wartet mal. Okay. Da oben ist eine Kiste. Aber wie komme ich denn da hin? Komme ich da hin? Hä? Achso, hier ist nochmal so ein Teil. Ah, hier kann man sogar auch leicht hoch. Komm schon. Hier, komm her. Och nee, ne? Das ist gerade keine gute Idee. Ja, komm, ich will hier hoch. Komm schon. Ja, keine gute Idee. Verdammt, verdammt. Ja, jetzt aber. Jetzt gut, okay. Puh, ich bin sogar gerade noch so drauf gelandet. Komm schon. Ich will hier hoch. Okay. Und da ist die Schriftrolle. Was ist denn heute los? Also heute ist mal irgendwie komplett leichtes Versteck irgendwie bei den beiden, ne? Artefakten. Ne, es sind ja keine Artefakte. Sammelgegenstände, beziehungsweise Sammelobjekte, nennen wir es mal so. Heute ist aber wirklich, ey, alles im First Try durch irgendwie. Also heute läuft. Und dabei mache ich noch nicht mal einen Speedrun gerade. Oder halt ähnliches. Ich will das Ausrüstungsgegenteil, bitte. Okay, hat zum Glück sehr gut funktioniert. Okay, sehr gut. Ja, 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 ja. Soweit, so gut. Ah, okay, geht uns wieder auf die Nerven. Komm, verpiss dich. Ah, okay, den Ballon haben wir jetzt nur leicht angehittet. Naja, passt schon, egal. Wir müssen wieder die Plattform hier raufschwören. Mir fallen keine hauptsächlichen Wörter ein, deswegen empfinde ich jetzt einfach irgendwelche. Komm schon. Du bist unnütz. Okay, müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, okay, gut, gut, gut. Ah, vielleicht, vielleicht, ja. Aber knappe Angelegenheit, ey. What the fuck? Heute ist aber was los, ey. Ah, die Passage ist jetzt ein bisschen nicht so geil. Alter, muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Na komm, geh weg. Wobei, kommt drauf an, wo er ist. Oh, Mann. Ja, geh ruhig weg. Nein, wobei, geh am besten woanders hin. Ich hol mir das jetzt, scheiß drauf, komm. Ich hab's jetzt einfach riskiert. Komm, geh weg, 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 geh weg. Ah, scheiße. Wow, das war knapp. Ah ne, ich bin sogar voll ausgerüstet, also könnte ich mir sogar zwei Gegentreffer sogar erlauben. Hm. Na egal, ich bin noch gut ausgewichen. Also, alles war in Ordnung. Yay. Na komm,
Du gehörst weg. Ich werde schon mal hier drauf gehen, ob das was bringt, keine Ahnung. Jetzt wird das so ein Teil. Da kommen wir direkt drauf. Das ist doch schon das Ziel. Das ist doch schön. Na, ah, wie so ein Oktocopter. Drecksviech, irgendwie so. Komm, geh weg. Ja, wie kann ich jetzt direkt da drauf, bitteschön? Komm so bitte hierher. Das wäre wunderbar. Oder du lässt es halt einfach bleiben. Oder ich versuch's jetzt also einfach mal. Hat gut geklappt. Okay. War ja wunderbar. Nice. Nice. Zwei Level. Und sogar recht schnell geschafft im First Try. Also, das war krass. Muss ich wirklich sagen. Lass mich mal in dein Waffenlogbuch schauen. Sehr gut. Mit den Daten lässt sich was anfangen. Ich bin sicher, du wirst mir noch mehr interessante Daten zu dieser Waffe liefern. Je mehr Daten ich bekomme, desto schneller landet sie in meinem Angebot. Viel Erfolg weiterhin. Jetzt haben wir den Helden-Splattering hier mehr oder weniger freigeschalten. Ja. Okay, Nummer 13 Schriftrolle. Für besonders modische Ausrüstung werden neueste Technologien auf die Materialien angewendet. Erhitzen zum Beispiel sorgt für sanfte Schwünge und härteres Material wird einer Spezialbehandlung für mehr Weichheit unterzogen. Ja, und da würde ich sagen, es gab in den letzten Parts schon fast 30-minütige Videos. Heute will ich mich etwas kürzer halten. So reicht eigentlich so ungefähr eine Viertelstunde. Ideale Länge. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Die ganzen Social Media, blablabla, das ist alles in der Kanalinfo auch. Unten drunter in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part hier in Splatoon 2 im Story-Modus. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut. Puh.